Es ist wieder Schnickschnack-Zeit! Schnickschnack! Hey! BD? BD-Case, genau. Wie wolltest du genannt werden? Matt. Matt ist gut. Matt? Einfach Matt. Bist du Matt? Nein! Hast du schon Mad Max gesehen? Nein. Ich will Mad Max sehen. Ich habe gehört, das soll ein Film sein, der nur Action hat. Ist das dieser große Roboter? Nein, nee. Das ist dieser Typ in der Wüste, wo sie der irgendwie früher von, wie hieß er? Hier, der auch hier Jesus oder so gespielt hat. Mel Gibson. Oh Gott. Der war doch früher, glaube ich, oh Mad Gott. Max. Nein, ich... Oh, Chris, bin raus. Was? Kein Spaß, komm. Kennst du keinen Mel Gibson? Nein. Okay, alles klar. Nein. Gut. Also, Mad. Mad. Wie verrückt. Alles klar. Okay. Eon Matt gucken uns jetzt geile Projekte an. Ich hab das hier gesehen. Guck, siehst du das? Ist das nicht voll niedlich? Und denkst du so, boah, dieses, das kann voll... Dieses Cooks-Dings? Ja, das sieht aus wie so ein niedliches kleines Indie-Spiel. Und dann klickt man auf Abspielen und dann guckt man sich das Video an. Oh, süße Kätzchen. Guck mal, es schläft. Oh. Und es träumt davon, ein Koch zu werden. Jetzt denkt man sich, oh, ist das so ein geiles Indie-Kochspiel, wo man irgendwie da ganz... Das erinnert mich hier an dieses eine DS-Spiel da. Wie ist das? Und das ist es. Du hast Oculus Rift drauf und brüllst ins Mikrofon. Oh mein Gott. Du kannst dir nicht vorstellen, wie enttäuscht ich war. Was ist das für eine Scheiße? Also du guckst dich mit Oculus Rift um und brüllst die Typen an, damit die abhauen. Ich dachte, das wäre so ein Spiel wie Cooking Mama oder so. Ja, ich auch. Das wäre voll geil gewesen, weil ich mache den Stil total gern und ist sowas. Ist voll süß. Und dann kommt sowas. Ja, und du musst den Kopf manchmal schütteln. Dann sind wir von nein, geh weg. Nein, du bist böse. Das ist das Spiel. Das ist doch nicht der nie. Also die haben schon 128 Euro bekommen. Von wem? Keine ja. Ahnung. Anscheinend hatten welche Bock, irgendwie ins Mikro so zu brüllen. So. Ich fand das geil, dass wenn du diese Videos siehst, wenn die da so auf irgendeiner Convention da sind, dass sie da in der Schlange stehen und sagen, ich will auch ins Mikrofon reinbrüllen. Geld, nimm mein Geld, take my money. Spätestens bei Nintendo DS haben wir von Nintendo gelernt, dass das Mikrofonbrüllen kein gutes Gameplay ist. Oh Gott, Spectropes, kennst du das? Spectropes? Sag mal irgendwas. Auf jeden Fall, da musste man auch die ganze Zeit irgendwie ins Mikro brüllen, damit da irgendwelche Fossilien erweckt werden. Das war so dumm, ne? Ist egal jetzt. Ja. Aber das Spiel an sich war geil, aber so das Gameplay war so... Aber dieses Spiel hat mich ziemlich... Ist das bestimmt ein Unity-Spiel? Sieht so Unity aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was kriegt man denn hier? Du musst. Hier, 10 Euro, dann kriegst du das Spiel. Was ist so? Was geil. Kannst du denn ausgeben? Du kannst 1200? Creator of World, das Meeting via Skype mitmachen. Oh, ist bestimmt toll. Da schreien die sich gegenseitig locker die ganze Zeit an. Oh! Wie wär's, wenn wir ein neues Gameplay einbauen? Wir machen einfach Stille. Ja, das ist gut. Sehe ich da? Also featured RTL. Was? Wo? Wer? Scroll mal runter. Stimmt. N24. Die Welt. Oh nein, das sind Deutsche. Oh, war klar, nein. War klar. Nur Deutsche schreien so rum. Oh nein, jetzt kommt wieder der Hate-Train. Nicht schon wieder. Bitte geh weg, oh geh Gott, weg, nein. Geh weg. Jetzt kommt die Hardcore, wie heißt das Spiel? Die Hardcore Louis Cooks Fans und beleidige mich auf Twitter und dann kommen wieder YouTuber und sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Die scheiß Gaming Clerks können wieder keine Reviews machen. Vor allem, das ist ja so ein professionelles Format, ne? Oh Gott, nein. Chris, alles wird gut. Okay, alles wird gut. Wir ignorieren das, das ist nie passiert. Wir gehen einfach zum nächsten Projekt und ignorieren okay, das jetzt. Okay, das ist The Light Phone. Oh mein genau, Gott. Genau, The Light Phone. Warte, ich muss mal hochscrollen, ob ich hier voll verkackt habe hier. So, The Light Phone. Ich spiele das mal ab. Man kann sich aber wahrscheinlich mal... So. Also auf jeden Fall sehe ich jetzt Wolken. Ja, es sind Wolken, weil es eben so... Es ist so leicht. Da hat jetzt gerade jemand das unterstützt. Oh mein Gott. Da. Guck dir das an. Was ist das denn für eine Scheiße? Na, es ist halt sozusagen... Wir kennen das ja, wir haben alle Smartphones und dann kannst du dein Twitter angucken und dein Facebook. Das ist voll ablenkend. Die dachten sich, wir machen mal ein Handy, das nur telefonieren kann. Ja, back to the roots, ne? Genau. Und ich sage, ist gar nicht so doof. Im Sinne von, sagen wir so, hätte ich ein Kind. Ich glaube, wenn das wirklich günstiges Produzieren ist, dann würde ich das mein Kind geben. Im Sinne von, ich will nicht, dass es ein Smartphone hat, aber ich will vielleicht, dass es erreichbar ist. Es und ist halt nicht, nur zum Telefonieren. Irgendeine Scheiße macht damit. Genau, im Sinne von, dass es halt echt nur ein Handy hat, damit ich sagen kann, komm zum Essen! Oder sowas. Das Ding sieht für mich aus wie ein Spielzeug. Ja. Es ist ein Spielzeug.
theoretisch, ich meine, es ist immer noch ein funktionierendes Telefon. Das ist das Kranke, ne? Wir gucken mal, wie teuer das ist. Mal sehen, wir kriegen ein Shirt, Lightbook. Lightbook? Das wollen wir nicht, nein. Was ist da drin? Nochmal ein Shirt. Okay, $100 für die Early Bird, das heißt, hm? Also immer noch $100. So $100. Richtig geil sieht's jetzt auch nicht aus. Ich sehe da einen Apfel, ist doch nicht von Apple. Nee, fast. Es ist weiß wie Apple-Produkte, aber... Also ich finde das Telefon ja irgendwie süß. Ich finde, wie gesagt, ich finde das gar nicht so doof. Wenn ich Urlaub mache zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens in Centerparks Urlaub gemacht und habe einfach mein Handy ausgelassen, weil ich keinen Bock hatte auf... Dass irgendwelche Leute mich anschreien sind von, oh Christian, das Netzwerk bricht zusammen, wir haben kein Geld mehr und so ein Scheiß. Dann ich mir, nö, ich will jetzt Urlaub machen, ich will in Ruhe gelassen werden. Lass mich und dann habe ich mein Handy ausgemacht. Aber dann wiederum wäre es eigentlich cool gewesen, sozusagen vielleicht so ein Ding zu haben, was man eben mitnehmen kann für einen Notfall, wenn mal irgendwas sein soll, wenn man sich in Centerparks verläuft. Weißt du, wie riesig so ein Centerparks ist? Ich bin da rumgeirrt in der Nacht, das war irre. Oh geil, ja. geil. Überall Menschen, die dich so angeguckt haben. Nein, noch nicht mal. Es war ja Nacht, ich war alleine und das waren Pfade, wo es kein Licht gab und das war voll unheimlich. Ja, so schlimm. Ich scroll also, mir die ganze hier? Zeit runter, ey, das gibt's nicht, ne? Das ist echt. Das Handy an sich gefällt mir aber irgendwie, ohne Spaß. Ah, es hält 20 Tage anscheinend. Das ist nicht schlecht. Genau, ist 20 cool. Tage Standby, das ist halt. Wie gesagt, für so ein Notfall-Handy finde ich das echt nicht doof. Ist geil. Das kannst du in dein Portemonnaie reinpacken und dann. Und dann, weiß Party. Nicht, vergessen. Los aber stell dir mal vor, sowas wie: dein Smartphone geht aus, du hast keine Möglichkeit, das jetzt aufzuladen und musst jetzt echt jemanden ganz schnell anrufen. Dann wäre auch so ein Ding gar nicht so blöd. Ja. Das halt immer dabei dann hast. Ja, also wie gesagt, ich finde das sozusagen, es ist dann auf den ersten Blick eher so, wozu braucht man das? Aber ich glaube... Es ist doch am Ende irgendwie praktisch. Ja, ich glaube, man kann das verwenden. Oh mein Gott, das ist, warum hat er seinen Kopf als Ballon? Und warum jongliert? Achso, du bist weiter unten, ne? Ja. Ja, das hat mich jetzt gerade auch ein bisschen irritiert und verstört. Oh Gott, was ist dieses Bild? Ich glaube, das sind geraucht. Die Erfinder. Ja, ich glaube auch. Ja, kein Wunder, wenn er so... Obwohl, das Handy ist gut. Da müssen wir jetzt nicht so viel darüber diskutieren. Sie haben übrigens noch 41 Tage, wollen $200.000 und haben bis jetzt 55.000. Wie lange ist könnte das schon? Klappen, aber sie brauchen noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie lange, ich glaube, die haben bestimmt bei 45 Tagen... Moment, hier steht's. Nein, steht doch nicht. Wo steht denn der Anfang? Steht's nicht irgendwo? Steht's? Nee, da steht. Ich glaube, es ist immer 45 Tage circa. Also ich glaube, seit 4 Tagen oder so ist es. Also, okay, das geht mal gucken. Nicht klar. Ja, mal gucken, also Link in der Beschreibung, ne, irgendwo. Ja, ich. Die brauchen halt noch ein bisschen Hype und dann mal gucken. Es ist mein Gott, geh mal aufs Nächste. Aufs Nächste, okay. Bam! It's das? Not a bread knife, it's the sandwich knife. Und wir machen mal das Video an. Okay. Und dann sehen wir halt, yeah, da ist Mr. Sandwich Knife Typ. Und ich meine, wie oft hast du das Problem? Du willst halt eine Scheibe Brot abschneiden, aber die soll eben so sein, dass sie in der Mitte noch, also von zwei Scheiben noch verbunden ist, damit du so zusammenklappen kannst. Was? Und das macht er. Es ist halt so ein Brot, was eben sozusagen in der Mitte geteilt ist. Wie ein Hotdog, kannst du dir das vorstellen. Und dann kannst du dein Fleisch reinpacken. Achso, so, ey, das ist so ein bisschen unnötig. Das ist so ein bisschen unnötig. Boah, jetzt habe ich Hunger. Sieht es. Okay, nee, doch nicht mehr, sorry. Aber guck dir an, er schneidet das und dann macht er so klapp, klapp, kannst da reinpacken, wie ein Döner. Das ist wie ein Döner. Das ist ein Döner. Also wenn ich eine Party veranstalte und echt viele davon machen müsste, wäre es bestimmt total praktisch. Ansonsten wüsste ich nicht, warum. Du könntest auch einfach das ganz normal mit einem Messer machen, aber okay. Ja, aber das geht so schnell. Ich meine, guck dir das an. Immer noch ratsch, ratsch, ratsch. Boah, das ist einfach noch cool. Ich meine, das ist, ich würde es nicht verwenden. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht und ich hätte auch niemals darüber nachgedacht, ein Sandwich oder halt ein Stück Brot so abzusteigen, dass in der Mitte noch etwas übrig ist, damit ich das zusammenklappen kann. Ich mache auch nicht so viel Belag auf mein Brot, dass ich es irgendwie sagen würde, es würde hinten wieder rausflupschen. Also. Ohne Spaß, ich bin so fasziniert von diesem Ding, dass ich jetzt gerade keinen Ton rauskriege. So fasziniert? Warum? Es ist einfach so, what the fuck. Bist du ein Sandwich, ist er? Magst du Sandwiches? Ja. Sandwiches sind cool. So, in the media, look who's already taking about the sandwich. Hier, Discovery Channel. Also Mensch. Ja. Wir sind halt die ganzen Amerikanischen. Warte, ist ja nicht deutsch. Dort kommt doch dieser eine Typ, der immer diese komische Pose gemacht hat mit dieser komischen Frisur da. Dieses, scheiße. Keine Ahnung, ob du das kennst. Oder so sagt, Science oder sonst was. Oder so zwischen seinen Händen steht. Kennst du das? Du meinst das Meme? Ja, genau. Ja, ich glaube. Ich finde das so genial. Ich finde aber schön, dass du die Verbindung gerade dazu gebaut hast.
Achso, ja, scheiße. Okay. Ist okay. Die Leute werden jetzt auch denken, hä? Okay, was haben wir denn hier? Also, du musst für $38 bekommst du als Super Early Bird One Sandwich Knife. Schön. Und das ist dann spätestens hier, zu Weihnachten kannst Oktober. Du dann schon deine Sandwiches machen. Achso, nee. Die Lieferung startet erst im Oktober. Genau, im Oktober soll es dann ausgeliefert werden. Ja, okay, dann so, ja, Weihnachten, ne? Sandwich-Time. Ja, genau, das ist Weihnachten, kennt man ja, da isst man ja Sandwiches. Und was ist die ein Dollar spenden? Das ist immer nur so als Dank. Achso, ja, Dankeschön, dass du sowas erfunden hast. Das ist immer so, $1 bis $37 bekommst du einfach nichts. Ich finde das eigentlich so krass, dass sowas es überhaupt ins Fernsehen geschafft hat, weil ich glaube, das ist ja, also hier ist ja ein Video, ne? Ja. Ich glaube, das ist ein Fernsehstudio. Also ganz ehrlich, ich glaube, so ein Sat.1 Frühstücksfernsehen wird das auch machen. Das ist so, die würden auch sagen, oh, guck mal, was für ein Projekt. Müssen wir unterstützen. Ja, das ist, ne, Leute, 10 Zuschauer, was sagt ihr dazu? Ruft an. Ja, oder ich sag dir, hier so als Product Placement auf YouTube wird das Ding auch abgehen. Ja, total, vor allem bei uns, ne, Gamer-Channel. Ja, klar. Genau, da, weiß ich nicht, da kommt hier, kommt Musician und sagt, ich finde das voll großartig. Das ist voll fancy. Ich liebe es. Und dann sage ich, danke, Mu, hier sind deine 10.000 Euro. Alter, macht das so ja nur gegen Geld, ne? Also, ne? So funktioniert das. Aber ich glaube, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Nee. Das ist halt ein verdammtes Messer. Nee, ist das echt. Okay, kommen wir zum nächsten. So, da habe ich das Video schon gestartet, weil ich dumm bin. Okay. Deswegen fange ich mal von vorne an. Okay, also da sehen wir halt Kinder und dieses Essen da. Und das ist süß. Grill, wird dreckig, brennt. Und man muss immer darauf aufpassen, dass es nicht verbrennt und das Kind verschwendet jetzt Fleisch. Okay. So. Okay, alles klar. Ich spule mal ein wenig vor. So. So, die haben auf jeden Fall diesen mobilen Grill erfunden, der über Solartechnologie funktioniert. Okay. Das Ding ist, die hatten das schon mal gemacht. Die hatten nämlich, Meinst du die gleichen oder, Ja, die hatten das schon mal gemacht, aber es war eine Mini-Version davon für unterwegs. Im Sinne von, wenn du campen gehst oder sowas. Und jetzt haben sie sozusagen das einfach mal groß gemacht. War das erfolgreich? Es war erfolgreich, sie hatten das gebackt. Und das ist ja auch hier erfolgreich. Ja, also, die sind ja weit übers Ziel hinausgeschossen. Ja, es ist halt so ein Grill, den du mitnehmen kannst, wenn du halt, was weiß ich. Ach, da sieht man übrigens hier gerade, die alte Version genau, ist bei 3 Minuten 50. Nee, Quatsch, bei 1,8, sorry. Also 1,8? Ja, ich bin ganz ja, so circa. Aber da sieht man halt sozusagen, es gab so eine Mini-Version davon, wo du halt so dünnes Brot also oder dünnes Fleisch und sowas machen könntest. Also ich muss sagen, so für Leute, die viel wandern oder so, ne? Wäre das, glaube ich, schon was. Das ist ja auch ziemlich cool, wenn du so in den Park gehst oder sowas und das Teil mitnimmst, um da halt dann zu kreden oder halt zu backen. Ist ja eigentlich eher ein Backofen, würde ich fast sagen. Es ist ja gar nicht mal ein Grill. Es ist auf jeden Fall, also für die, die es brauchen, wäre es halt nützlich, aber sonst so, würde ich sagen, ja. Ich meine, das Coole ist halt, es frisst keinen Strom auch. Ja. Das ist ja alles über Solartechnologie. Ich glaube, das ist sozusagen sowieso der größte Vorteil an diesem Teil, dass du echt das auch nicht darauf achten muss, dass es irgendwie eine Stromquelle ist. Du musst halt nur hoffen, dass irgendwie Sonne vorher mal da war, dass es sich aufgeladen hat und dann... Ja, haben wir hier eh halt nie. Also von daher, was bringt uns das hier in Deutschland? Ach, manchmal haben wir Sonne und dann beschweren wir uns darüber, dass wir Sonne haben. Ist echt so, habe ich auch gemerkt. Wir sind ein einzigartiges Völkchen. Ja, dann lass mal runter scrollen und gucken, was es da noch alles gibt. Genau, guck dir das mal, ich guck mal währenddessen hier, BBC was featured kommt. Das. Natürlich. Nee, da wurde es gefeatured. Auch hier würde das Sat.1 Frühstücksfernsehen. Die würden den knallhart instant einladen. Wobei, das ist deutlich besser und produktiver als dieses eine Messer. Ja, weil das stimmt wohl. Also wer Sat.1 Frühstücksfernsehen damit komplett überfordert. Ja, ich glaube schon. Das wird zu viel einfach, weißt du. Okay, wir haben hier übrigens den Grill. Das ist, glaube ich, Go Better Arca Early Bird. Für 350 kannst du es aktuell noch bekommen. Mhm. Wird, wenn es rauskommt, 550 kosten. Also für $350 ist das Teil vielleicht gar nicht so blöd. Das ist halt das sind teurer als so ein normaler Elektrogrill, aber ich denke mal dafür, was anderes ist, noch okay. Aber ich würde niemals $550, glaube ich, für das Teil ausgeben. Aber das war wahrscheinlich der Anfangspreis für das Ding. Aber das Geile ist, die machen das eh absichtlich, damit das mehrere Leute kaufen. Ja, natürlich. Es ist ja sozusagen Early Bird, dass du als jemand, der früh kommt, das halt günstiger bekommst, deswegen. Aber ja, wie gesagt, 350 sehe ich noch ein, 550... Wäre dann doch zu viel, ne. Also ja. Lohnt sich nicht, da gehe ich lieber irgendwo anders essen. Yep. Stimmt, davon kann ich ein paar Mal essen gehen. Davon kann ich auch einfach nur für 50 Euro einen Elektrogrill kaufen. Ja, und dann muss ich halt eine Stromquelle haben, aber die kriege ich schon irgendwo her. Ich hätte einen Akku mit. Nirgendwo.
Ja, mitten in irgendwo, einfach so mitten auf der Wiese. Steckdose kennt man ja. Wäre schon geil. Habe ich mal gesehen. Kommt vor. Ja. Das sind diese neumodernen Parks mit Wi-Fi und so ein Scheiß. Aber okay, das ist auch so ein Thema, da kann man auch nicht viel drüber reden, ich meine. Ich meine, es ist ein Grill, weil... Es ist ein Grill. Es ist ein cooler Grill, ja. Kann, ich mag Grillen. Ja, Grill, Grill ist geil. Grill, ich habe jetzt gerade irgendwie voll Lust auf Würstchen. Ich habe Sonntag gegrillt. Ernsthaft? Heute ist doch Sonntag. Also, nee, nicht Sonntag. Quatsch, Donnerstag. Ah, Vatertag. Oh. Gegrillt. Ja, haben wir so einen Vatertag gegrillt. Mein Gott, habe ich mich da voll gestopft mit Fleisch. Jetzt habe ich Hunger. Ich habe nichts gegessen. Ich habe eben gerade einen Schimmerfilet gegessen. Jetzt ist es noch schwach. Ihr seid mal gar kein Fisch, dann ist es natürlich. Dankeschön, Christian, dass du mir so ein gutes Gefühl gibst hier während der Aufnahme. Kein Ding, dafür bin ich da. Das ist selbstverständlich hier. Okay, kommen wir zur nächsten. Alles klar, noch zwei Bleiben, ne? Ja, genau. Und schon wieder, ich lade die Seite kurz neu, warte. Sonst sieht man das schöne Startbildschirm-Ding hier. So, The Messenger. Wir spielen das mal ab. Also. Wir haben dieses unfassbar hässliche Holz-Plastik-Porzellan-Ding. Keine Ahnung, was das besteht. So ein Vogel-ähnliches Ding. Und The First Gifts. Im Sinne von, du schreibst da so eine Nachricht rein und sagst, du bist doof. Oder sowas. Und so. Das sieht irgendwann irgendjemand. Naja, im Sinne von, du schenkst das jetzt jemandem. Im Sinne von, hier, bitteschön, du bist doof. So. Und sobald das Video mal langsam in Fahrt kommt und nicht immer nur das Stop-Motion-Ding diskutieren lässt. How it works, na danke. So. Er schreibt jetzt immer drauf, it's a boy. Und dann roll, steckt er da rein. So. Und jetzt sagst du eben, wohin er soll. Bam. Packst das Ding rein, schiebst das zu. Und dann kriegt er das und guckt rein und sagt, oh mein Gott, it's a girl. So. Und dann beim Bootbox und Display Stand bekommt man... Ich hab noch nie sowas Unnötiges in meinem Leben. Warte. Es geht noch weiter. Es wird noch unnötiger. So. Und dann, wenn du es bekommen hast, bist du an der Reihe und musst halt das weiterschicken. So, an jemand anderen. Okay, es ist ja jetzt nicht so, dass man es auch direkt so, ne? Ja, das System ist halt, du nimmst das, schenkst das jemanden und der das geschenkt bekommen hat, der schenkt das jemand anderen. Das geht immer weiter. Und dann sieht man hier auch später, wenn man ein bisschen weiter macht, so bei 1,30, wird das dann auch noch online getrackt. In Sinne von, du kaufst so ein Teil, hast dafür so eine Art ID und kannst dann eben verfolgen, wohin dein Geschenk schon gereist ist. Also um ehrlich zu sein, wieso braucht man für sowas $14,000? Ich weiß es nicht. Es ist viel zu viel. Und wer gibt da so viel Geld aus? Also es sind 51 Leute, die es unterstützen. Und ungefähr 5.600, sagen wir $700 sind schon drin. Das große Problem ist einfach nur, ich meine, die Idee finde ich immer ganz nett mit diesen, du nimmst es, schenkst es jemandem, der schenkt es weiter. Und das kann man dann online sozusagen tracken, wo dein Ding, was du halt so gemacht hast, sozusagen schon rumgekommen ist. Aber... Das sind ja einfach nur hässliche, weiße Dinger, die keine Persönlichkeit haben oder sonstiges, im Sinne von... Es ist einfach nur irgend so ein Ding. Ich habe das gar nicht als Vogel gerade eben gesehen, weißt du? Ja, man braucht ein bisschen Fantasie. Es könnte auch, weiß ich nicht, es könnte es sein. Also ich dachte erstmal, das wäre irgend so ein Ninja-Dings da. Dass man so werfen, so ein Ninja-Stern, den man so werfen kann. Nee, das Ding sollte man glaube ich nicht werfen. Ich glaube, das tut dann weh, also wenn das da irgendwie an irgendjemanden kommt. Geh mal ein bisschen weiter runter. Hm. Diese Bilder, ne? Unfassbar. Ja, ich sehe sie. Das ist, wie gesagt, es ist halt, wären die Dinger wenigstens irgendwie, dass man sie anmalen müsste oder irgendwas draufmalen kann oder irgendwie, dass das irgendwas Besonderes ist, wenn die halt durch die Gegend geschickt werden und man Fotos davon macht, aber... Es ist einfach unnötig. Nur eine Nachricht dran heften und dann sich zu freuen, oh, guck mal, das ist schon, weiß ich nicht, von Hamburg nach Berlin und wieder zurückgekommen und was weiß ich. Am Ende ist wieder bei dir, weil jetzt niemand zu Abend. Dann sage ich lieber, nehmt eure Kinder, kauft euch eine schöne Puddel und macht mal wieder Flaschenpost. Denn Flaschenpost ist eine der geilsten Sachen, die es auf der Welt gibt. Flaschenpost ist echt geil. Ich finde das so traurig, dass Flaschenpost in Vergessenheit gerät. Flaschenpost muss man eigentlich mal wieder öfter durchziehen. Ich habe letztens mal eine Flasche gesehen. Nein. Du auch. Eine echte Flasche? Ja. Jetzt sag mir nicht, da war auch noch was drin. Ach was? Du machst mich wahnsinnig. Sollen wir jetzt weitermachen oder? Achso, ich wollte den Preis noch gucken. Achso, nein, wie viel kostet das? Warte, ich verdeck meine Augen. Okay. Hier kriegst du eine Postkarte für $10. Ist schon viel zu viel. Hier kriegst du. Kusi. Nein. Ein T-Shirt. Dann bekommt man das Ding eigentlich. $80? Okay, alles klar. Und das ist Early Bird. $100 soll der Spaß einfach so kosten. Was ist das? Ich hoffe mal Porzellan.
Ich denke irgendwie, das ist nur so eine, nur das Außen ist so. Ich glaube, das ist Porzellan, steht das irgendwie? Keramik ist das, okay. Ja. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch nie. Also das ist wie das Messer. Wobei das Messer ja noch so eine Funktion hat, weißt du? Ja, das kann man was mit zu essen machen, theoretisch. Ja, aber das. Nee, also nee. Nee, nicht für 100 Dollar auf keinen Fall. Wäre das so ein Ding wie so für 19 Dollar, würde ich sagen, ja, okay. Kann man sich mal holen, ne? Ist wenn man echt hässlich. Irgendwie es witzig findet, dann macht man das. Aber 100! Das ist viel zu viel. Viel zu viel. Deswegen ignorieren wir den Scheiß. Wir gehen direkt zum letzten Projekt. Bam! Okay, also. Der Autoboy! Card Size Gaming! Wir spielen mal das Video ab. Da ist er. Es ist in der Größe einer Kreditkarte und du kannst da halt Spiele drauf spielen. Es sieht ja süß aus. Und es hat fast das Zehnfache vom Finanzierungsziel bekommen. Ja, und es ist, glaube ich, auch leistungstechnisch sehr viel stärker als zum Beispiel der Game Boy, würde ich jetzt behaupten. Zumindest an die Grafiken. Oder halt, was heißt Grafiken? Im Sinne von, es scheint, dass der CPU ein bisschen mehr drauf hat. Also ich muss ja zugeben, es sieht cool aus. Ja. Ich würde sowas gerne kaufen. Warte, wie viel kostet das? Und hier, du kannst sogar dann deine eigenen Skripte oder deine eigenen Programme schreiben dafür. Ja, das ist aber sowas. Das ist aber sowas wie für Leute wie für dich, weißt du? So, ich habe ja, aber das Coole ist halt, das Geile ist halt, das kann eigentlich theoretisch jeder lernen, weil du brauchst einfach nur ein USB-Kabel, was du ranklemmst und kannst halt direkt drauf Code abspielen, was ziemlich cool ist. Das heißt, du musst nicht mal so einen umständlichen Weg gehen wie, ich muss jetzt noch irgendwie eine SD-Karte kaufen oder so. Ach, den Scheiß direkt drauf spielen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich meine, entweder bist du ein Programmierer, machst damit coole Sachen, oder bist ein Anwender und nutzt halt die coolen Sachen, die andere gemacht haben. Hm. Also, ich find's geil. Muss ich ehrlich zugeben. Es ist echt. Es ist niedlich. Die Frage ist jetzt, wie viel kostet das? Das sollten wir nachgucken. Also, da kann man bestimmt diese ganzen alten Mario-Spiele und so weiter spielen. Also, das würde, glaube ich, funktionieren. Ja, locker. Also, du kriegst zum Beispiel 5 Stück, ein Funpack für 180 Dollar, was ziemlich cool ist. 5 Stück von denen? Ja, 5 Stück für 180 Dollar. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, ein Einzelner kostet, bei Early Bird gab es den für 30 Dollar. Und ich überlege echt, Dollar. Das Ding zu kaufen. Es ist echt nicht blöd. Ich find's geil irgendwie. Es hat was. Es ist einfach mal was ganz anderes. Es ist so ein Back to the Roots, ne? So. Ja. Einfach so in die, zurück in die Kindheit. Wir können ja so einfach gucken, ob wir 5 Leute zusammenbekommen und dann kaufen wir mal das 5-Pack oder so. Ich wette bei den Clerks, wenn das wollen das ja locker haben. Weil immerhin sind wir alle irgendwie so. Ist mal was anderes vor allem. Was haben wir hier? Genau, es gibt Free Games sozusagen, die es dabei gibt, die halt sozusagen die entwickelt haben zur Testphase. Ja, das ist halt ein Abklatsch von den ganzen Nintendo. Und ich hoffe mal, also es wäre geil. Warte mal, genau, sind Open Source und die kann man auch editieren. Das heißt, der Programmcode von diesen Spielen ist dabei. Das heißt, jeder, der auch nicht so viel Ahnung von Programmieren hat, kann da einfach mal reingucken und schauen, dass er irgendwas modifizieren kann. Was auch ziemlich cool ist. Das ist nice. Das ist also, geil. Ja, finde ich gut. Das ist ein gutes, das ist ein schönes Projekt, um hier zu enden, finde ich. Ja, also passt. Also ich finde das Ding geil und ich glaube, ich hole mir das sogar irgendwie irgendwann. High-Tech, Low-Cost. Was hat er denn hier drin? Er hat Memory von 32 Kilobyte, 2,5 Kilobyte RAM. Ja, es ist halt klein. Ja, 128x64 Auflösung. Also ich finde das letzte wirklich mit Abstand am besten. Ja. Das Ding ist halt, es ist halt echt dazu aufgelegt, es ist dünn und soll halt auch die Batterie so auch ein bisschen halten. Deswegen, klar, dass das nicht die besten Specs hat, aber sie reichen halt, um ein paar witzige Spiele zu machen. Ja. Oh, guck mal hier, 250.000 gibt es die Special Edition in Gold. Oh, okay. Bullshit. Wer will das? Ich weiß es nicht. Das ist too much. Das ist dann doch too much. Ach, das habe ich gerade noch, aber ich bin ja hier, ne? Wir sind Netzwerke, das knöpfe ich euch gerne ab. Ja, okay, du kassierst ja alles von uns, ne, Chris? Alles. Alles. Wir sind das unfairste Netzwerk auf ganz YouTube. Ja, deswegen bin ich ja hier drin, ne? Ist ja logisch. Genau. Und du kommst auch nicht mal raus. Ja, das ist der Vertrag. Im Vertrag steht. Deine Kindeskinder sind endlich, noch bei uns gebunden. Genau. Der Vertrag geht unendlich weiter. Unendlich. So, ja. Das war's, ne? Wird übertragen über Generation gerissen. Und du kannst erst aufhören, sobald irgendeiner deiner Kinder nicht mehr Kinder bekommt. Okay. Dann ist der Vertrag aufgelöst. Es sei denn, die haben eine Katze oder so. Dann geht es über die Katze über. Die arme Katze. Ja. Ja, muss die Katze dafür büßen. Ich stelle mir gerade so eine Katze mit so einem Headset vor. Ja,
Ist geil. Dann macht die Katze macht dann YouTube-Videos, Let's Plays oder so. Oh, das wäre echt Cat geil. Plays. Cat Plays. Miau, 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 miau. Wahrscheinlich einfach gar nichts, sondern von den Leuten einfach durch den Raum und das wird einfach nur gefilmt und das Spiel steht nicht auf dem Startbildschirm, es passiert einfach nichts. Oh, das wäre echt geil, so Facecam und so, ne? Catcam. Ja. Catcam. Ah ja, gut. Ist das geil. Ist also der Adu-Boy. Wir sind durch, daher meine Frage an dich, ich glaube, es ist schon fast so einfach zu beantworten. Was würdest du denn hier backen? Was würdest du denn? Das Letzte. Na, okay. Es ist halt echt doof, aber ich glaube, ich schließe mich da echt einfach an. Weil das, was ich davor jetzt gesehen habe, war jetzt nicht so... Obwohl, das Telefon ist ganz nice. Ja, natürlich. Aber dann wiederum, der Adu-Boy ist ja halt nicer. Das erinnert mich halt so ein bisschen an die Kindheit und deswegen... Exakt. Ganz klar, das Ding. Ja. Auf jeden Fall. Gut, da auch die Frage natürlich an euch, die jetzt hier gerade dieses Video gucken. Was würdet ihr backen? Was findet ihr cool? Was findet ihr bescheuert? Seid ihr Fans schreibt von Louis Cooks? Sowas halt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Schaut auch bei den hier bei BKates vorbei. BKates. Und seinen anderen Channel mit Anime und so. Und gibt's auch. Ja. Ja. Ausgezeichnet. Gut, dann sind wir hier durch. Jo. Yay. Tschüss. Tschüss.